Ganz Augsburg redet über die Augsburgblume, doch damit nicht genug. Die Stadt Augsburg will die Graffiti-Blüten, die seit Oktober 2010 die Wände und Stromkästen der Stadt zieren, nun gar zu Marketingzwecken einsetzen. Ein Freund des 24-jährigen Street-Artists, der die Blume in der Stadt verbreitete, verarbeitete das Motiv auf T-Shirts und das kommt gut an. Also ich finde die Augsburg-Blume ehrlich gesagt sehr schön, ist auch eine gute Idee. Und wenn sie wirklich auf T-Shirts gedruckt werden würde, dann würde ich sie mir wahrscheinlich kaufen. Ja, wieso nicht? Also ich finde die Blumen auch schön. Okay. Ich finde süß, wenn man so vorbeiläuft und dann halt immer die Blumen sieht. Die Blume finde ich super. Ja, ja, mir gefällt es auch sehr gut und es kommt darauf an, wo sie gerade ist. Also an einem neuen Haus, dass das dann so verschandelt wird, das gefällt mir nicht so. Aber ja, so woanders, auf T-Shirt oder irgendwo, wo es nicht so auffällt, auch gefällt es mir. Der 24-Jährige wurde Ende März von der Polizei ermittelt. Er verursachte einen Schaden von über 70.000 Euro. Viele Augsburger sehen ihm das jedoch nach. Ich finde, den jungen Mann muss man eine Chance geben und nicht nur kritisieren. Ja. Es gibt wüstere Schmierereien als die schöne Blume. Ja. Man sollte sowas eigentlich unterstützen. Es ist ja kreativ und Kunst. Der Augsburger Künstler ist jedoch nicht der Erste, der eine Stadt mit seinen Blumen versehen hat. Schon seit 1992 plakatiert der in New York lebende Künstler Michael DeFeo Städte auf der ganzen Welt mit seinen Blumen. Schüler Max sieht die Causa Urheberrecht nüchtern. Naja, wenn er kein Patent draufgelegt hat, ist er selber schuld. Augsburg steht zu seiner Blume, die bedruckten Shirts sind ein voller Erfolg. In Zukunft kann man die Blume also nicht nur an Hauswänden, sondern auch an den Augsburgern selbst betrachten.